Frau Hasselfeld, der Koalitionsausschuss sei konzentriert und intensiv gewesen in dieser Nacht. Was heißt denn intensiv? Wir haben lange diskutiert, wir haben umfangreich diskutiert und wir haben ein Positionspapier erarbeitet, das die Grundlage bildet für die Gespräche in der Europäischen Union in den nächsten Tagen und Wochen und die Grundlage bildet für die Gespräche, die auf Bund-Länder-Ebene stattfinden. Was sind für Sie die wichtigsten Beschlüsse dieser Nacht? Für mich ist ganz wichtig, dass wir differenzieren zwischen den Aufgaben, die die Europäische Union hat und den Aufgaben, die der Bund und die Länder zu bewerkstelligen haben. Bei der Europäischen Union geht es darum, gemeinsam die Wertebasis klarzustellen und auch eine gerechte Verteilung zu erreichen. Es geht darum, die sicheren Herkunftsländer gemeinsam zu definieren und vor allem darum, in den Ländern, die eine Außengrenze zur Europäischen Union haben, Aufnahmeeinrichtungen einzurichten, die auch eine konsequente Rückführung ermöglichen. Wie wollen Sie das durchsetzen? Es gibt ganz viele Länder, die genau das ja nicht machen, was Sie eben beschrieben haben. Wir wissen, dass auf europäischer Ebene das ein Bohren dicker Bretter ist, dass es sehr schwierig ist. Aber die Anzeichen, die mittlerweile von einer ganzen Reihe von europäischen Ländern kommen, sind schon positiver, als das noch vor wenigen Wochen der Fall war. Wir spüren, dass die Gespräche der Bundeskanzlerin und des Bundesinnenministers auf diesen Ebenen schon Früchte tragen. Wir sind allerdings noch nicht am Ziel. Was wird im Inland das Wichtigste sein von dem, was Sie heute Nacht beredet haben? Wichtig für uns im Inland ist, dass wir trennen zwischen den Schutzbedürftigen und denen, die nur aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen. Die Schutzbedürftigen, zum Beispiel die aus Bürgerkriegsflüchtlingen, müssen schnell dann auch integriert werden. Das heißt, hier sind notwendige Leistungen auch des Bundes bei Integrationskursen, bei Sprachkursen und dergleichen notwendig. Und bei den anderen geht es ganz wesentlich darum, so schnell wie möglich zu entscheiden, in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu entscheiden und von den Erstaufnahmeeinrichtungen dann auch zurückgeführt werden, und zwar in den Erstaufnahmeeinrichtungen dann auch mit anderen Leistungen statt Geldleistung die Priorität bei den Sachleistungen zu legen. Sie wollen drei weitere Balkanländer zu sicheren Drittstaaten erklären. Dazu bedarf es auch der Zustimmung des Bundesrates, wenn ich mich nicht irre. Das dürfte schwierig werden, weil die Grünen mehrfach jetzt zuletzt erklärt haben, dass sie diese drei Staaten nicht für sichere Drittstaaten halten und deshalb im Bundesrat auch nicht zustimmen wollen. Nun, die Definition der weiteren drei sicheren Herkunftsstaaten ist für uns schon ein ganz wichtiger Punkt. Denn hier haben wir trotz individuellem Asylrecht und trotz individuellem Asylverfahren kürzere Verfahren, schnellere Verfahren und damit die größere Chance, auch tatsächlich zurückzuführen. Wir waren vor einigen Wochen auch mit der SPD da noch nicht so weit. Mittlerweile haben wir das erreicht. Wir sind in der Koalition hier einer Meinung. Und deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir im Bundesrat eine entsprechende Mehrheit bekommen. Sie wollen die Bargeldleistungen umwandeln in Sachleistungen, die Flüchtlinge, die zu uns kommen und auch erstmal in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Was denken Sie, wird das wirklich bringen bei Menschen, die vor Krieg fliehen und eben nicht aus wirtschaftlichen Gründen? Also warum sollten die wegen dieser Umwandlung von Geld in Sachleistungen, warum sollten die dann nicht mehr kommen? Wir haben ungefähr noch 40%, also fast die Hälfte derjenigen, die zu uns kommen, aus dem Balkan, aus Ländern, in denen die Anerkennungsquote fast gegen Null geht. Und diesem Personenkreis müssen wir uns auch in besonderer Weise widmen, weil wir unsere Kräfte auf diejenigen konzentrieren müssen, die tatsächlich verfolgt sind. Beispielsweise für diejenigen, die aus Bürgerkriegsgebieten aus Syrien kommen. Und deshalb ist es notwendig, Anreize, die heute durch diese doch relativ hohen Betrag an Bargeldleistung gesetzt werden, diese Anreize zu minimieren. Wie hoch ist der Betrag? Das Taschengeld, was neben der Sachleistung in den Erstaufnahmeeinrichtungen gewährt wird, ist pro Asylbewerber, ich glaube, 143 Euro. Sie denken wirklich, das würde dann helfen, dass die dann nicht mehr kommen? Wir wissen aus allen Untersuchungen, übrigens auch aus Untersuchungen, die wir nicht in Auftrag gegeben haben, sondern von unabhängigen internationalen und nationalen Untersuchungen, dass gerade auch die Gewährung von Barleistung, und zwar von Anfang an, ein Anreiz ist, gerade nach Deutschland zu kommen, weil viele andere Länder auch in Europa dieses ebenso nicht haben.
Gerade von Ihrem Vorsitzenden gab es in den vergangenen Tagen heftige Kritik an Entscheidungen der Bundesregierung, Flüchtlinge aus Ungarn in die Bundesrepublik einreisen zu lassen. Ist dieser Dissens, den es da deutlich hörbar gegeben hat, ist der nach diesen Beschlüssen und nach diesen Gesprächen heute Nacht vom Tisch? Es ist klargestellt worden, dass diese Entscheidung vom Wochenende eine Ausnahmeentscheidung war. Eine Ausnahmeentscheidung, die sich aufgrund der aktuellen Notsituation in Ungarn ergeben hat. Und es ist auch klargestellt worden, dass es bei dieser Ausnahmeentscheidung bleiben muss und bleiben wird. Frau Hasselfeld, vielen Dank.